Magister, da seid ihr. Ja, ich konnte mich mittlerweile von meiner Kollega verabschieden. Der Gardianum, ich überlege gerade, könnt ihr mir noch helfen? Entweder mit einem eigenen Gardianum, um die Reise etwas angenehmer zu machen? Oder wollen wir uns so auf unser Glück verlassen? Ich würde vorschlagen, wir vereinigen den Guardianum in einem Ritual. Mir ist noch ein wenig Zauberkraft übrig geblieben. Diese werde ich Isaron zur Verfügung stellen. Ich fürchte, das geht nicht. Ich habe nicht einmal mehr genug Kraft, um den Unitatio zu sprechen. Müssen wir denn hinter einer Art von Magie die nächste hinterherwerfen? Ja. Wenn Wollt er ihr sich. sicher durch den Limbus reisen oder nicht? Ihr könnt es auch mit einem Gebet versuchen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Götter euch im Limbus antworten werden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt noch antworten. Gut, da werde ich mein Bestes geben. Und zu schützen. Sind alle bereit? Ja. Zusätzlich zu meinem Guardianum aus dem Stab, meint ihr? Wenn es hilft. Man könnte sie überlappen lassen, ein wenig. Das ist wohl wahr. Ich beug mich mal zu Ömer runter. Soll ich mein Schwert ziehen? Nein. Wenn alles gut geht, kommen wir genau da an, wo wir ankommen wollen. Und wenn alles schlecht läuft, werden wir einfach nur im Limbus zerrissen, noch bevor wir blinzeln können. Du hast recht, da hilft das Schwert nicht. Ja. Oh, wirklich. Bitte macht doch beide euren Schutzzauber. Nun gut. Guardiano Paradei. Schütze mich vor Zauberei. Ich wirbel den Stab über meinen Kopf. An der Stelle, wo wir starten wollen. Ein Schild gegen Dämonen. Darador, großer Drache Alvarans, lege deine Schwingen um uns und schütze uns vor Magie. Isarun konzentriert sich auf ihren Stab und dann ist kurze Zeit später so ein leichtes Schimmern einer Kuppel um sie herum zu sehen. Also gut, nehmen wir uns an die Hand und es ist tatsächlich gar nicht so dumm, uns Glück zu wünschen. Vielleicht kann Fex uns ja mit einem Augenzwinkern begleiten. Fex möge uns schützen. Transversales Teleport, trage uns an fernen Ort. Und damit verschwimmt ihr. Taucht ein in das graue Wabern. Ihr schwimmt. Fliegt. Steht. Über Kopf. Habt sämtliche Orientierung verloren. Vor euch könnt ihr eine gewaltige schwarze Festung erkennen, die wuchert mit magischen Fäden. Die versucht euch peitschenmäßig einzufangen, Netze ausspannt. Ihr könnt sehen, wie Dämonen auf euch zurasen. Und dann schlagt ihr auf. 1W20 minus 5. PA, ja. Aua. Aber SPA, ja. Ja, genau. Das Es ist die sind Hälfte von 5, 15 SPA. 19 minus 15, Krieg ich 14. zwei LE zurück? Ich Du kriegst auch. keine LE zurück, nein, du nimmst auch keinen Schaden. 14 SPA, Hälfte von 14 sind 7. Ich bin noch am Leben. Abel, mir ist auch noch am Leben? Ja, Ja. Mittlerweile weißt du ja, wie das geht. Ja, Jalan schlägt unglaublich hart auf Stein auf. Du hast kurz das Gefühl, dass dein Kopf im Stein steckt. Hast da wohl irgendwie mit den Sphären nicht ganz aufgepasst. Auch Abelmir schlägt hart auf. Iserun kann sich nicht ganz abfangen, strauchelt gegen eine Tür, schlägt sich gerade den Pfosten an den Kopf, sodass du eine blutige Platzwunde davon trägst. Ihr habt auch das Gefühl, dass noch irgendetwas hinter euch steht und greift und irgendwelche Zanden klauen, die euch zerfetzen wollen. Blutet ihr am Rücken? Ihr tretet aus den schwarzen, grau wabernden Limbusfäden, die an euch abperlen, tretet ein bisschen nach vorne und steht in der Akademie. Um euch herum Chaos. Papiere, die überall herumliegen, Aktenkoffer, die auf dem Gang fliegen. Nichts ist mehr so, wie es war. Chaos in der Akademie.
Ihr könnt zwei, drei Magier durch den Gang huschen sehen, aber von Hunderten ist zumindest nicht zu sehen. Isaac und Armin, Jalan! Siehst du? Au! Das sah richtig sein. Parfim, das ist eine ganz sichere Art zu reisen. Finde ich. Was habt ihr denn gemacht? Jalan, die, aua! Die Landung war etwas unsanft, aber na gut, wir sind hier. Die in Götter verfluchen Marder und ihren Frevel. ich kann's gleich. Ich weiß gar nicht, was hier kommt. Er steht auch, Jalan. Ich war Jalan. Da und jetzt bin ich hier. Jalan wurde sämtliche Luft aus seinen Lungen gerissen, als du dort, ohne eine Atmosphäre dich in dem Limbus aufgehalten hast. Alles wurde dir aus deinen Lungen herausgetrieben, als ob dir jemand in die Magenkuhle geschlagen hätte. Ich versuche ihm auch zu helfen, lass ihn aber schmerzhaft wieder fallen, weil ich schon wieder versucht habe, mit meinem gebrochenen Arm aufzuheben. Oh, das ist der Zorn der Götter. Sie haben mich nicht vergessen. Sie können mich noch nicht leiden. Hört auf zu jammern. Fex hat uns Glück gebracht. Denke ich auch. Vielen Dank, Fex. Wo sind wir denn hier? Was ist das hier für ein... Danke, Reihe, für eine sichere Reise. Wir sind auf jeden Fall noch ein paar Magier. Wie es ausschaut, sind wir in einer Akademie. Ich weiß bloß nicht, welcher. Warte, ich greife mal den nächsten Typen, der mir vorbeiläuft. Ganz egal, wer das ist. Du! Hey! Wo sind wir? Was? Wir sind in der magischen Rüstung. Lasst mich in Ruhe. Danke, mehr wollte ich doch gar nicht. Ich lasse den Mann wieder los. Wir sind in der magischen Rüstung. Und auf zur Residenz. Ah, hier war ich schon mal. Hier habe ich mal ein Artefakt gekauft. Wirklich? Ja. Oh. Ich brauche auch mal wieder Geld, habe ich das Gefühl. Könnten wir jetzt... Ja, entschuldigt. Wohin wollen wir? Ich trinke erstmal einen zertifizierten nicht-magischen Heiltrank. Den letzten. Ach, 10 Punkte. Oh. Und dann. Meine Herren, wir müssen zur neuen Residenz. Richtig. Ja, und dann geht's los. Ausgang kann ja nicht so schwer zu finden sein. Einfach immer den Treppen nach. Ja, ihr betretet dann wieder die stinkende Luft von Gareth. Das riecht nach Kot. Nach Urin, der ganz typische Geruch von Gareth, Großstadt. Pferde, Esel, die um mich herum wiehern, ein paar Händler, die Gegenstände feil bieten. Die Welt ist hier noch in Ordnung, zumindest hat niemand irgendwas von dem Weltuntergang mitbekommen. Ihr werdet gestoßen, geschubst, die Leute nehmen überhaupt keine Rücksicht auf euch, die Straßen sind voll. So wankt, taumelt ihr in Richtung Norden an der priesterkaiserlichen Lora-Lexakrale, dem Praios-Tempel, vorbei, in Richtung der großen alten Residenz. Ja, dort könnt ihr natürlich auch einige Löwengardisten erkennen, die dann absperren. Ihr könnt euch natürlich kurz vorstellen, sagen, wer ihr seid. Aber an der Seite von Jelef ibn Yassafar wird da wohl auch kaum jemand was sagen. Immerhin habt ihr auch Rondrigan Padigan mit dabei, der sich dann da auch so verwirrt und durcheinander wie er ist, wird sich da dann trotzdem ja sein Recht verschaffen. Und ihr könnt in die alte Residenz vordringen. Zu wem werden wir vorgelassen? Oder wer empfängt uns? Niemand, es gibt keinen mehr. Die gesamte Führung des Reiches ist tot. Wo ist Melvin? Wo ist die Kaiserin-Witwe? Wo ist der Lindia? Storke wird auch noch da sein. Was wollen wir denn jetzt hier? Mit wem wollen wir über was reden? Der junge Selindian muss zum Kaiser ausgerufen werden. Melvin Störkebrand muss die Magier in Kenntnis setzen, dass Galotta kommt. Ich will nicht sagen, aber so wie die Akademie aus war, sind die in Kenntnis gesetzt. Meines Wissens, Rondrigan Padigan äußert sich so ein bisschen, kratzt sich den Hals. Meines Wissens ist Alara Padigan gemeinsam mit ihrem Enkel wieder zurück in Punin, da wo sie hingehören. Niemand hat damit gerechnet, dass Ema und auch Rohaya... Oh mein Gott, Rohaya ist tot. Nein, verschollen. Ich glaube, das ist das Gleiche. Nein. Nein? Verschollen heißt, sie hat sich vielleicht auch im Wald verlaufen. Zumindest das Volk muss doch Bescheid wissen. Kümmern wir uns erst um die Verteidigung. Ich
muss den Hofmagus finden. Ich muss meinen Gildenvorsteher finden. Ich muss den Boten des Lichts informieren. Ich schaue nach Prischia. Ich brauche auch Geld, muss informiert werden. Aber mir, gebt ihr mir den Rucksack mit den Kesselsplittern. Wir werden das in den Wartenkammern aufbewahren. Ich glaube, er liegt noch vor Wilhelm mit seinem Überrasch meines Pferdes. Na gut. Zusammen mit der Platenknolle, die ihr euch den angönnt. Zusammen mit dem Greifenbanner. Zusammen mit 1000 guten Männern. Ja. Gut, daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Wir sollten nicht einfach tatenlos hier rumstehen. Ich werde mich um die Magier kümmern, aber mir wollt ihr mich begleiten? Ja. Ich sehe zu, dass die Kirche informiert wird. Komm, Raffin, wir machen auch wichtige Dinge. Wir treffen uns bei Prozens, nehme ich an. Wir treffen uns bei Prozens. Sobald wir dann außer Hörreichweite sind, würde ich sagen, immer, wir müssen dringend zu einem Boron-Tempel meines Glaubens. Aber den wirst du doch hier gar nicht finden. Ich denke zumindest einige unserer Geweihten sind hier, aber ich bin mir nicht sicher. Willst du solche Leute hier finden? Ich glaube, also ich kann mal umhören, bei den richtigen Leuten nachfragen, weil wenn du hier nach den falschen Leuten fragst, wirst du hier verhaftet. Das wird ja als Ketzerei angesehen, der Boron-Kult. Ja, deswegen sage ich das ja auch so vorsichtig. Okay, gut. Dann suchen wir die Leute. Und immer macht sich mit Raffin zusammen im Hintergrund auf die Socken, wieder wenig Geld spenden und herumfragen, die Leute zu finden. Ob es hier Boron-Geweihte des Alanfana-Ritus gibt. Boron-Geweihte des Alanfana-Ritus, ja. Wirst du kennen, die Gassenwissenprobe können wir uns sparen. Du weißt, dass wohl jemand aus der Familie Karinor hier im Boron-Tempel unterstützt. Also, vielleicht solltest du einfach Kiaras ansprechen. Familie Karinor hat hier einige Finger im Spiel. Ja, du hast recht, du hast recht. Der wird das auch nicht so ernst sehen mit dem, mit dem Alanfana-Ritus. Ja, warte, ich laufe eben. Und ich würde wieder zurücksprinten. Ich meine, wenn Ölemar das riecht, instant weiß, dann befunden wir nur 10 Meter weg oder so. Kiaras, ich brauch dich. Ja. Euer Onkel, Großtante, Großvater, ich weiß nicht genau wer, unterstützt den anderen, den Boron-Tempel vor Ort, ist das richtig? Herr Onkel Uredo. Könnt ihr mich vorstellen? Natürlich, ja. Ja, kann ich machen. Ich muss sowieso, glaube ich, zu Ihnen. Wir haben müssen einige Nachrichten, wenn ihr wisst, was ich meine. Kommt. Wir müssen. Aber nicht so schnell, mein Bein ist immer noch gebrochen. Soll ich euch tragen? Ja, warum nicht? Ja, ich trage ihn. Wie eine Prinzessin trage ich unseren schönen jungen Mann durch die Stadt. Ich leg meine Arme um seinen schönen starken Hals. Alter! Ja, hättest du mal Körperkraft gesteigert, mein Junge, ne? Ja, wir fangen einfach mal mit Abelmir an. Abelmir läuft alleine durch Gareth? Hab ich richtig verstanden? Mit Iserun zusammen. Zurück zur Akademie. Wir machen erstmal einen Abstecher in der Schwert und Stab, weil die ist hier direkt um die Ecke. Das ist richtig. Gut, dann zuerst dorthin. Muss ich draußen warten? Nein, es ist der Konvent. Ihr könnt reinkommen. Na gut. Ja, als erstes möchte ich mich auf die Suche nach Saldor Foslarin machen oder meiner Hauptfrau, falls die es auch schon hergeschafft hat. Ja, du findest Saldor Foslarin in seinem Büro gemeinsam mit Sagittata Sambra, beide schwer verletzt. Bei Sagittata Sambra wirst du auch auf den ersten Blick eine Wunde entdecken, die auch nie wieder zuheilen wird. Sie hat eine schwere Verbrennung erlitten und das war wohl nicht ihr eigenes elementares Feuer. Sitzen da wohl beide vor Papierkram. Schauen dann auf, wenn du eintrittst, gemeinsam mit Abelmir. Ah, ihr habt überlebt. Sehr gut. Jawohl, euer Spektabilität. Ohne Meldung. Sehr gut, dass ihr überlebt habt. Habt ihr Berichte, die ihr mir geben könnt? Fertige Berichte nicht. Ich kann kurz sagen, was wir in Auraland noch getan haben. Allerdings, Also alles, was wir im Prinzip in den Brief geschrieben haben, möchte ich jetzt kurz wiederholen.
wovon ich ausgehe, dass er halt es nicht schon selber mit eigenen Augen gesehen hat, also zum Beispiel die ganzen Dämonen und so, muss ich ja nicht wiederholen. Und dann möchte ich das mit der Festung und den Plänen ansprechen. Euer Spektabilität, es wurden ja Pläne zurückgebracht. Wir müssen unbedingt auf Schwachstellen der Festung schauen. Ja, ja. Wir haben die Pläne bereits analysiert, die ihr uns vor einem Jahr bereits gebracht hattet. Sie liegen meines Wissens in der alten Festung. In dem, hier nördlich in dem Schloss. Die alte Residenz. Gut, dort sind gerade einige unserer Gefährten. Wir brachten auch einen Prospektor mit. Wir sind speziell auf der Suche nach absichtlich eingebauten Fehlern durch Leonardo den Mechanikus. Es ist eine... Wie kommt ihr da auf die Annahme, dass es das erst sein könnte? Nun ja, er wurde gezwungen, für Galotta zu arbeiten und zum Beispiel die stählerne Schildkröte in der Dämonenschlacht hatte ja auch so eine Schwachstelle. Ja, ja, richtig, richtig. Wenn er gefangen genommen worden ist und sein Geist nicht gebrochen ist, dann kann er immer noch für uns arbeiten und uns... Vielleicht kann er uns irgendwelche Nachrichten überbringen. Oder wie ihm welche senden. Vielleicht ist er ja in dieser Stadt. Ja, während ihr euch unterhaltet, die Tür steht immer noch offen, könnt ihr hinter euch Schritte auf dem Gang hören. Und Magister Melvin, erster Hofmagier, tritt heran. Da seid ihr ja, ihr habt es auch geschafft. Wie geht es Rakalla? Rakalla ist tot. Wir haben sie beerdigt. In Bock-Auerlet. Verdammt, verdammt. Also gut, nichts gut, nichts gut. Saldo, wie sind die weiteren Pläne? Das besprechen wir gerade. Wir brauchen die Pläne der Festung. Die habt ihr bei euch im Orden des Augen. Die Kakiati Blaupausen, die brauchen wir jetzt. Also gut, die... Wir werden uns die Festungspläne ansehen. Wir haben schwarze und blaue Risszeichnungen. Das Zayat wurde analysiert und wir können Gänge, Klüfte, Schlote und Tunnel können wir damit auslösen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mit meinen Beobachtungen, die ich noch kurz bevor wir abgereist sind, einige Erfahrungen. Obwohl, ich habe sie gerade mit Sagitta Dasamra besprochen. Wenn ich das richtig analysiert habe, dann wird diese Festung wohl für einen erneuten Sphärensprung Blut brauchen. Blut für die Festung. Sie werden wohl diejenigen, die noch dort geblieben sind, auspumpen. Und wenn sie das getan haben, dann werden sie wieder springen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also gut, dann Melvin, kümmert ihr euch darum, während ich mit Sagitta weiter die Pläne bespreche. Und jetzt raus aus meinem Büro. Jawohl, euer Spektabilität. Ich verneige mich leicht. Der erste Hofmagier, eigentlich der, einer jetzt mittlerweile der höchste Magier auf Dere, nickt dabei ebenso und lässt dann jetzt auch so mit sich reden. Immerhin handelt sich dabei um Saldor Foslarin. Weiß Prischia schon Bescheid? Prischia, sie ist hier. Sie weiß, dass wir in Werheim es nicht geschafft haben. Das ist mittlerweile allen klar. Viele der Schwarzmagier sind bereits abgereist und auch die Graumagier. Natürlich Prischia nicht, aber viele andere sind ebenso in der Überlegung, ob sie abreisen oder nicht. Gerade diejenigen aus... aus Belhanka sind natürlich sofort aufgebrochen. Unzuverlässig. Nun ja. Was für Schisser. Ja, die ganzen Kampfmagier hatten wir natürlich alle schon drüben im Feld. Und das, was uns jetzt geblieben ist, ist derjenige Rest, der nicht kämpfen kann oder wollte. Und wir müssen jetzt überlegen, was wir tun. Wie wir Gareth befestigen und abschirmen.
Genau, wir müssen zuerst einmal schauen, wer noch alles geblieben ist, welche Spezialgebiete wir haben, ob wir Umweltmagier haben, die uns vielleicht einen Weg nach oben in die Festung bahnen können. Sehr gut. Dann, ich bringe euch zur Residenz und kann euch den Schlüssel geben, dann könnt ihr dort ein- und ausgehen, wie ihr wollt. Wir sollten vielleicht so etwas bauen wie ein Rad der Helden oder so etwas. Das wäre zumindest etwas, diejenigen, die am intelligentesten sind, diejenigen, die uns jetzt noch geblieben sind, solange Selindian Hal nicht hier ist, sollten wir uns darum bemühen. Storko muss natürlich informiert werden. Wäre es möglich, Teile von Garad zu evakuieren? Die Stadt ist die gewaltigste Stadt Aventuriens. Wo wollen wir sie denn hin evakuieren? In alle Himmelslande verstreuen? Wenn ich die Geschwindigkeit richtig berechnet habe und wir mal dieses Auftanken von Blut, was Spektabilität Foslarin eben sagte, ignorieren, dann könnten sie innerhalb von 4 Tagen hier sein. Innerhalb von 4 Tagen können wir keine Stadt evakuieren. In großen Teilen ist das aber durchaus möglich. Die Stadt, was für einen Radius hatte sie ja bei mir, 1 Meile? Und ich denke etwas mehr, aber ich glaube, rein logistisch ist das nicht machbar. Die Massen würden die Straßen verstopfen. Und es würde das Chaos wahrscheinlich ausbrechen in den Straßen. Also gut, ich überlege mir was. Hier habt ihr den Schlüssel. Und wir treffen uns in, sagen wir, 2 Stunden. In 2 Stunden treffen wir uns oben im Ratssaal. Bis dahin habe ich mir überlegt, wen ich noch für den Rat der Helden rekrutiere. Wen beauftragen wir mit der Zählung der Magier? Ich glaube, Prischer wird das nicht mitmachen, dann... Ich werde mich darum bemühen. Gut. Gut, hab Dank. Dann sehen wir uns in 2 Stunden. Dann machen wir mal weiter mit Yalan. Jetzt direkt, ohne über Lust zu gehen und 200 Dukaten einzuziehen, zur Stadt des Lichts. Stadt des Lichts, den Boten aufsuchen. Ja, vor der Stadt stehen selbstverständlich, ohne sich von dem Fleck zu rühren, die Sonnenlegionäre. Fragen natürlich kurz nach dem Woher und Wohin. Kannst dich ausweisen, das dauert ungewöhnlich lange. Sie beäugen dich misstrauisch. Sie wissen natürlich von deinem schlechten Ruf, aber dann kannst du in die Stadt des Lichts vorgelassen werden. Kannst dich da so ein bisschen versuchen zu orientieren. Vor dir der riesige Gare-Tempel mit dem Licht des Praios darin. Und sobald ich eintrete, wenn ich erstmal auf die Knie sinken und einen Moment lang im Glanze des Tempels sonnen, mich dann aber wieder auf meinen Auftrag besinnen und einen Sekretär suchen, nehme ich an. Ja. Du suchst nach so etwas wie einem Sekretär, Sonnenlegionäre, irgendwas Hohes, irgendwas, was dir helfen kann, Heliodate. Und nachdem du dich herumgefragt hast, kannst du auch zu einem Sekretär vorgelassen werden. Die Stadt ist natürlich unglaublich groß. Die Stadt des Lichts ist eine eigene kleine Stadt, ein Tempelbezirk. Innerhalb der größten Stadt Aventuriens. Dementsprechend viel ist hier los. Dann stehst du vor einem Mann namens Praiodan. Wie soll das denn das sein? Kein Bandstrahler, sondern ein einfacher Mann in goldenem Ordat. Praios zum Gruße. Erwürden, ich habe wichtige Informationen aus Gareth für den Rat des Lichts. Für den Rat des Lichts. So, dann heraus damit. Ich erzähle ihm kurz, aber knapp die Geschichte. Also, Kleinigkeiten werden rausgelassen. Nicht genug, dass er weiß, was abgeht. Also, du möchtest ihm erzählen von Kessel? Von Gareth, vom Kessel. Von Verheim, meinst du? Von Verheim, vom Kessel, von Galottas Festung. Mhm. Von Auralet. Die Hütte, vom Magnum Opus. Was möchtest du ihm aus Auralet erzählen? Da ist nicht der letzte Bandstrahler, wenn es buchstäblich niemand mehr da ist. Dass du Untote im Keller gefunden hast?
Das. Ja. Das ist, glaube ich, eine Information, die auch für ihn wichtig ist. Ja, wird alles sorgsam mit einer Feder notiert und genickt. Also gut, ich erkenne keine Lüge in euren Augen. Was mich umso mehr beunruhigt, denn Untote können nicht in Nauralet vordringen. Das ist unmöglich. Wenn Iroer würden mir die Wiederholung dieser Worte vergeben, aber Gorschpriesterin schlug vor, dass die Möglichkeit besteht, die St. Gilborn-Kapelle sei nicht mehr geweiht. Die St. Gilborn, auch das ist unmöglich. Ihr habt eine Angrosch-Priesterin befragt? Was weiß sie denn von den Göttern, von dem Götterfürsten? Ich stimme eurer Einschätzung überein. Ich hielt es nur für angemessen, diese Information weiterzugeben. Es ist zumindest sehr wichtig, dass ihr solche Informationen nicht vorenthaltet, auch wenn sie nichtig sind. Wenn Iroer würden wünschen, werde ich entweder einen vollständigen und ausführlichen Bericht einreichen oder dem Rat des Lichtes persönlich berichten. Ja, schreibt uns diesen gerne aus einem eigenen Sichtwinkel, wenn ihr dafür Zeit habt, aber ihr solltet, glaube ich, auch, ja, wir werden unsere Vorbereitungen etwas vertiefen und überlegen, inwiefern wir dazu beitragen können, mit unseren Legionären, mit unseren Bandstrahlern, wie wir dieses Chaos aufhalten können. Die Tempel stehen leer. Wenn es einen Ort gibt, an dem Galotta aufgehalten werden kann, dann ist das hier. Auch wir klagen natürlich unter den Verlusten, denn sowohl der Greif ist entrückt worden, als auch, dass wir große Teile unserer kampfkräftigen Gruppe schon in Richtung Werheim gesandt haben auf den Hof des Raferian. Aber ich werde Hilberian Priogriff natürlich davon berichten und er wird dann gemeinsam mit dem Rat entscheiden, was zu tun ist. Danke für euren Bericht. So will es Prias. Dann entferne ich mich wieder, in der Gewissheit gerufen zu werden, wenn ich gebraucht werde. Immer finde mich Rafim Keras. Ich glaube, ihr wolltet zu dritt losgehen, oder? Ja, also jetzt wo du sozusagen deinen Führer hast, der dich bringt, brauche ich ja nicht dabei sein. Nee. Gut, dann werden wir uns trennen, dann geht ihr beide mal dorthin. Ja, ich trage Kiaras nach seinen eigenen Anweisungen vermutlich zu der Villa seines Onkels. Ja, ich denke mal, dort wird er sich aufhalten, oder? Ja, weißt du nicht genau, aber doch, Villa Karinor, die wissen zumindest, wo er ist und er ist anwesend. Kalman Karinor ist natürlich da und dann könntet ihr natürlich eben auch nach ihm suchen oder auch nach der Bohren-Gewaltenschaft, die hier vor Ort ist. Das ist natürlich ein Kult, den man dann hier nicht offen hervorzeigt. Aber ja, im Verborgenen kann man dann hier dem auch nachgehen. Man ich kann nehme ja an, anderen Dingen nachgehen. So als Basaltfaust unterstellt mir keiner, ich sei irgendwie dahinter denen her, richtig? Also die verstecken das nicht vor mir. Wohl richtig. Nicht, nein. Die erkennen dich, die erkennen Kiaras. Und dann kannst du zu dem Halbbruder Aurelio vorgelassen werden. Das ist der Vorsteher des Boron-Tempels. Der hier, naja, als Alanfana ist ein offenes Geheimnis, dass er dann eben auch den alanfanischen Kulten predigt. Sitzt da gerade auf einem gemütlichen Stuhl, Sessel mit Seide überzogen, ganz in Schwarz und genießt da wohl gerade ein bisschen Wein, während ihr dann hereinkommt.